habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn die Bundesregierung mit ihrer Fachkräftestrategie nun endlich Menschen eine echte Chance am Arbeitsmarkt und guter Arbeit den Vorrang gibt, dann hat sie die Linke an ihrer Seite. Jahrelang galt die Devise, Arbeit muss so billig wie möglich sein, und das hat dem Fachkräftestandort massiv geschadet. Alle, auch alle aktuellen Regierungsparteien haben den Niedriglohnbereich ausgeweitet, den Arbeitsmarkt dereguliert und Tarifflucht befördert. Und das Ergebnis ist in weiten Teilen ein hausgemachter Fachkräftemangel. Arbeitskräfte fehlen vor allem dort, wo Arbeitsbedingungen schlecht und die Löhne niedrig sind. In der Pflege, in der Gastronomie, auf dem Bau und so weiter. Und deswegen muss die Bundesregierung jetzt ein Programm für gute Arbeit auflegen. Dazu gehört, die Tarifbindung zu stärken durch ein Bundestariftreuegesetz, eine Erleichterung von allgemeinverbindlichen Erklärungen und ein Verbot von OT-Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden. Dazu gehört, prekäre Beschäftigung wie Leiharbeit, Minijobs und sachgrundlose Befristung einzudämmen und abzuschaffen. Dazu gehört ein klares Nein der Bundesregierung gegen längere Arbeitszeiten und gegen ein höheres Renteneintrittsalter. Und eines muss unabdingbar gelten, gerade im Hinblick auf die Fachkräfteeinwanderung: der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und wichtig ist auch, die Potenziale nicht mehr weiter links liegen zu lassen wie in der Vergangenheit. Nahezu 100.000 Jugendliche, die jährlich keine Ausbildung finden, weitere 200.000 in Übergangsmaßnahmen, dann kommen die Schulabbrecher dazu. Frauen, die in Minijobs oder in Teilzeit leben oder ihre Kinder nicht betreut bekommen. Arbeitslose, die gezwungen sind, jeden noch so miesen Job anzunehmen. Und Menschen, die zu uns geflohen sind und keine Arbeitserlaubnis bekommen und auch noch aus Beruf und Ausbildung abgeschoben werden. Es ist doch verrückt. Viele der Genannten sind wegen einer fehlenden Perspektive frustriert und unzufrieden. Geben Sie diesen Menschen eine echte Chance. Durch eine Ausbildungsplatzgarantie, dazu gehört aber auch eine Umlagefinanzierung, damit Betriebe, die nicht ausbilden, zahlen. Durch ein Recht auf Vollzeit und ausreichend Kita-Plätze, wo die Kinder auch gefördert werden. Durch einen Rechtsanspruch auf Qualifizierung und Weiterbildung und entsprechend ausgestalteten Fördertöpfen bei der Bundesagentur für Arbeit. Und hören Sie auf, Menschen nach ihrer wirtschaftlichen Verwertbarkeit zu beurteilen. Die einen, die sie gerne haben möchten, und die anderen, die sie am liebsten über das Meer zurückschicken würden. Es ist widerlich. Fachkräfte im Ausland beobachten sehr genau, wie hierzulande mit Migrantinnen und Geflüchteten umgegangen wird. Und dass hier Aysche und Mustafa nicht willkommen sind, hat die Union mehr als deutlich gemacht. Aber auch der Fraktionsvorsitzende der FDP hat mit seinen Äußerungen über die Einwanderung in die Sozialsysteme ins gleiche Horn gestoßen. Seien Sie sich sicher, offensichtlich ist Ihnen nicht nur der politische Anstand verloren gegangen. Seien Sie sich sicher, mit diesen Äußerungen schaden Sie dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Notwendig für den Standort ist eine Fachkräftestrategie mit dem Grundsatz gute Arbeit, die zwei Dinge im Blick hat: ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte für die Wirtschaft, damit diese fit für die Zukunft und die Transformation wird, aber eben auch gute Lebens- und Arbeitsbedingungen und eine Perspektive für alle Menschen in diesem Land, egal woher sie kommen. Das stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und letztlich auch die Demokratie. Vielen Dank. Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird.